herzlich willkommen, werte Kolleginnen und Kollegen, zu einem neuen Video. Und heute schauen wir uns die Simulatoren an, die im Dezember 2021 auf Steam erscheinen. Ja, das hier ist heute das allererste Video aus meinem Adventskalender. Momentan gibt es ja jeden Tag ein Video bis zum 24. Dezember, immer um 18 Uhr, hier auf meinem Kanal. Also wenn ihr Bock habt, dann schaut gerne mal vorbei, würde mich sehr freuen. Wie immer stammen die Infos aus diesem Video von der Steam Database und eben von Steam selbst. Außerdem stelle ich in diesem Format die Simulatoren vor, die auf Steam released werden sollen und das Wort Simulator auch im Titel haben. Das heißt, es kann durchaus sein, dass Simulatoren fehlen, die eben nicht das Wort Simulator auch im Titel haben. Außerdem möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass Releases häufig noch verschoben oder geändert werden, beziehungsweise noch im Laufe des Monats neue Spiele dazukommen, die noch released werden sollen. Das heißt, alle Spiele-Release-Dates aus diesem Video sind Stand 30. November 2021, also an dem Tag, an dem ich das Video aufnehme, und können sich eben alle noch während des Monats ändern. Und jetzt genug Infos und los geht's mit den Simulatoren, die im Dezember 2021 auf Steam released werden. Den Anfang macht diesmal der Casino Tycoon Simulator. Und im Casino Tycoon Simulator werden wir Besitzer eines Casinos, das wir upgraden und managen können. Und in der Steam-Beschreibung steht außerdem, dass wir es eben noch vor Dieben und Betrügern beschützen müssen. Wie das genau umgesetzt ist, keine Ahnung, sieht auf jeden Fall schon irgendwie lustig aus. Und der Casino Tycoon Simulator erscheint heute, also an dem Tag, an dem das Video erscheint, nämlich am 1. Dezember 2021. Weiter geht's mit einem unfassbar hochwertig aussehenden Simulator, und zwar dem Lottery Center Simulator. Ja, und in diesem Spiel werden wir ein Lotterieadministrator. Laut Beschreibung bedeutet das, dass unser Ziel ist, viel Geld mit der Lotterie zu verdienen und die Entwicklung der Stadt voranzutreiben. Der Lottery Center Simulator erscheint auf jeden Fall am 1. Dezember 2021. Das nächste Spiel ist ebenfalls ein Meisterwerk der Simulatorengeschichte, und zwar Holy Cow Milking Simulator. Und die erste Frage, die uns in der Steam-Beschreibung zu diesem Spiel gestellt wird, ist: Hast du jemals versucht, dich selbst zu melken und gleichzeitig Rasenmähern, Fleischermessern und Haien auszuweichen? Ich hoffe, niemand von euch kann diese Frage mit Ja beantworten. Falls doch, schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Ich denke, mehr muss ich dazu an dieser Stelle auch nicht mehr sagen, und der Milking Simulator erscheint am 2. Dezember. Weiter geht's mit dem Great Lakes Simulator. Sieht irgendwie aus wie der Panama-Kanal Simulator, den ich schon ein paar Mal erwähnt hatte. Im Great Lakes Simulator fahren wir laut Steam-Beschreibung Seefrachter in einem 1:1 Maßstab über große Seen. Der Great Lakes Simulator erscheint auf jeden Fall am 15. Dezember. Der nächste Simulator ist auch wieder was ganz Wildes, und zwar der Q-Simulator, in dem wir laut Beschreibung endlich die ganze Zeit das machen dürfen, das wir in MMO-RPGs am liebsten mögen, nämlich in der Warteschlange festzuhängen. Wenn das nicht unfassbar spannend klingt, dann weiß ich ja auch nicht. Für alle von euch, die unbedingt einen Warteschlangen-Simulator brauchen, am 16. Dezember ist es dann soweit. Am Ende des Monats erscheint noch der Survival and Simulator, wobei ich glaube, dass das Und-Zeichen an der Stelle nicht sein sollte eigentlich, denn auf dem Foto steht nur Survival Simulator, was, um ehrlich zu sein, kein besonders kreativer Name wäre. Der Survival Simulator ist laut Steam-Beschreibung ein Hardcore Survival Sandbox Game, und wir müssen auf einem unbekannten Planeten überleben. Die Welt wird tatsächlich random generiert scheinbar, und der Survival Simulator erscheint am 31. Dezember 2021. Ein weiterer Simulator, der den Release auf Dezember angesetzt hat, jedoch noch kein konkretes Release-Date hat, ist der DVR Simulator. Und der DVR Simulator ist ein Drohnen-Simulator bzw. ein Drohnen-Racing-Simulator. Laut Steam-Beschreibung können wir lernen, Drohnen zu fliegen, und das Ganze bei Bedarf scheinbar sogar in VR. So, das war das letzte Game auf der Liste. Wenn ihr euch eins der Spiele genauer anschauen wollt, dann schaut mal gerne in der Videobeschreibung vorbei, wie immer. Da habe ich euch nämlich alle Spiele mit Steam-Link aufgelistet. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's von diesem Monat für die Simulatoren. War ein recht kurzes Video heute, aber mehr sind diesen Monat nicht. Vielleicht kommen noch ein paar dazu, wie gesagt, aber das sind die von Stand 30. November 2021. Und wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.